Guck, da ist er wieder. Mit in den, immer noch in den Lüftungsschächten hier mit der wahnsinnig sexy Lara Croft. So. Und die wahnsinnig sexy Lara Croft hier bei Jack zockt Tomb Raider. The Angel of Darkness. Ja, sechste Teil der Tomb Raider Reihe. Mit, ja, mit einer wahnsinnig sexy Lara Croft. No. Und jetzt wollen wir versuchen, hier die Sprengladung anzubringen, mit Lara rasch zu verschwinden, damit uns diese wahnsinnig sexy Lara Croft auch erhalten bleibt. So, bei den letzten drei Malen hier habe ich es vermasselt. Vielleicht hoffe ich es ja diesmal, insofern hier diese träge Steuerung mir nicht hier den letzten Nerv raubt. So, los. Tauchen. Tauchen. Gut, okay. Ich wollte jetzt eigentlich seitlich wegspringen, damit ich näher an diesem Ding da bin. So. Das Lara, du bist gut, du bist witzig mit deinem Tauchen. 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 Ja, wohin? Einfach nur tauchen oder? Ja, ihr seid witzig. Wenn ihr mir jetzt noch sagen wolltet, wohin ich tauchen soll, dann wäre das nicht verkehrt. Tauchen. Tauchen. So. Wenn ich jetzt hier höher schwimme ein Stückchen. Und hier durch. Wird das denn was? Wo auch immer ich hier hinschwimme, keine Ahnung. Hier ist Luft holen. Oder? Ja. Das klingt doch mal nach einer Nummer. Was ist denn hier schon wieder? Dieses Geblinke macht mich noch wahnsinnig. Keine Ahnung. Lass mich in Ruhe, hab keine Zeit. Jo, muss hier Lara retten. Speichern, ja. Zack. Jo. Keine Ahnung, wo ich hin soll mit der Frau. Von wo sind wir gekommen? Ja, wir sind von hier vorne gekommen. Ich schätze mal, wenn ich hier vorne wieder hochgehe. Ich will mir das nicht angucken. Ich will es nicht sehen. Krieg ich denn endlich mal das Ding hier auf? Fluch doch mal. So. Wie gesagt, keine Ahnung. Ich würde mal versuchen. Hier vorne. Dass wir hier mal. Wo wir hier noch hin können. Das ist hier. Hier ist dicht. Okay. Und vorne müssten wir wieder. Zu dem. Ja, dort vorne brauchen wir nicht hinschwimmen. Das ist ungesund für unsere. Sexy Lara Croft. So. Ich denke mal, hier war ja auch genau das gleiche. Hier kommen wir auch dort vor. Hm. Okay. Das schnappt noch ein bisschen Luft hier oben. Oh. Jo, dann schwimmen wir tatsächlich mal hier in die Richtung weiter. So, wir können sogar rausgehen hier. So. Jetzt dahin? Oder dahin? Ja. Ich schätze mal dahin. Weil irgendwie in die andere Richtung, das sah es sowieso dichter aus. Ja. Ich glaube, hier sollen wir nicht rüber. Selbst wenn, bringen würde es uns eh nichts. So, jetzt sind wir hier. So. Das Problem ist jetzt, unten ins Wasser zu springen, wäre wahrscheinlich schädlich für Lara. Dann müssen wir mal gucken. Guck mal, hier unten ist ja. Kannst du ja laufen. Na los! Na! Dankeschön. Ja. So, wo haben wir jetzt die Explosion verursacht? Da drüben.
So, wir gehen aber erstmal hier in die Richtung. Lass dir ruhig Zeit, junge Dame. Du denkst wohl, du kannst hier machen, was du willst. So. Wir gehen doch mal andere Seite lang, die Leiter hier hoch. Kommen wir unten lang. Hier brennt es überall. Das ist schlecht. Also, du sollst nach vorne springen, Weib. So. Ja, genau. So, was ist hier? Ich schätze, ich muss da hinten in den Raum rein. So, hier war ich wohl nicht mehr hoch brauchen. Macht sie auch nicht. Jetzt. Es gab ja zwei Möglichkeiten, wo wir hier eine Bombe hätten legen können. Ich habe mich, wie wir ja gesehen haben, für die untere Variante einfach jetzt mal so entschieden. Oh. Wir wollen hier rein. Hops. So. Was auch immer hier drin ist. Ach so. Wir sind ja unter dem Louvre. Warte mal. Wir wollten ja ins Louvre rein. Da sind wir jetzt. So. Jetzt sind wir im Louvre. Ja, jetzt speichern wir natürlich. Guck mal. So. Zack. Gespeichert. Wenigstens ist es hier sauber. Jo. Hä? Ich hatte den Eindruck, dass du es auch gerne schmutzig magst. So wie du überall rumkriechst. So, was haben wir hier? Können wir das angucken? Nein. Wir können nicht mit der Umgebung interagieren. Warte mal, ich lade mal neu. Ich weiß immer nicht, ob ich hier irgendwie nicht den angreifen darf oder nicht. Ob die am Ende mir wohlgesonnen sind. Ich meine, Lara kann man ja unmöglich böse sein. Also. Na, wenigstens ist es hier sauber. Ja. So gut. Über Schleichen hier. Nee. Hey, vous, plus un geste. Hey. Warte mal, ich versuch's nochmal mit dem Schleichen. Das könnte zu weit sein. Wo war denn jetzt Schleichen? Verflucht noch eins. Auf Enter? Na, wenigstens ist es hier sauber. Ja. Er sieht mich ja sowieso die Treppe hier hochtrappelt. Hä? Das war hier erst. Jo, hast du fein gemacht. Jo, was haben wir hier? Jo. Speichern, ja. Hm. So, den hatten wir. So, was ist hier? Ich bin nicht stark genug. Oh, du hast gerade jemanden zu Tode geprügelt. Einfach so von hinten und du sagst, du bist nicht stark genug. Was? Laser. Da oben kommt also noch einer.
Oh, da sind da Kameras. Ich glaube nicht, dass die mich sehen sollen. War denn das an die Wand ran? So. Ja. Wo ist denn der Kerl jetzt? Lara will ihn meucheln. Nein, was mache ich denn? Ich wollte speichern. Scheiße. Ja, ist ja gut. Oh. Ah, ich hab, wir machen mal hier neun Dings. Ja. So, lass mal los. Ja. Ja, da guck mal rum. Das ist ja noch besser. Ja, wenn das Bild mal ordentlich mitkommen würde, so wie das soll. Schön schleichen. Nein. Mensch. Ich will um die Wand rumgucken, Mensch. Macht sie nicht. Wieso kommt der auf einmal von oben? Wo kommt der her? Ja, jetzt muss die Tür. Ja. Hör mal auf zu schleichen hier. Bringt eh nichts. Ja, mach mal auf hier. Zu. Nö. Auweia. Die Laser sind dort vorne. Was ist das hier? Kann ich nicht benutzen. Aber wie ist das jetzt mit den Lasern hier? Was mache ich damit? Muss ich das irgendwie abschalten oder muss ich da irgendwie runter durchkriechen? Warte mal. Lara könnte doch eigentlich, ich habe irgendwas gesehen, dass man das hier kriechen kann. Aber selbst das würde sie ihr nicht helfen, weil der untere Strahl, der ist ja. So drüber springen, das schaffen wir nicht, oder? Nö. Ich meine, den Typ zu bekämpfen, das war jetzt auch nicht unbedingt die Schwierigkeit, aber dass hier irgendwelche Türen zufallen, das ist eine Schwierigkeit. Okay, wir gehen mal wieder zurück. Vielleicht finden wir irgendwie. Was war denn mit dem Fenster dort? Können wir hier irgendwo durchs Fenster durch? Dort liegt was. Ja. Können wir das nicht um die Alte ein? Nö. Und nun? Bin ich stark genug? Wo wirst du stärker?
Wurdest du jetzt schon gesehen oder nicht? Dass sie irgendwie was machen ist. Nee. Und versucht ihr irgendwas rauszuziehen oder sowas? Geht auch nicht. Hier unten kommen wir bloß zurück, oder? Er macht sie überhaupt nichts. Nö. Wie gesagt, warte mal, steht hier irgendwas in der Steuerung drin, dass wir hier irgendwie kriechen können oder sowas? Eine Tastatur. Hier, springen, ducken, rollen, laufen, schleichen, Waffe ziehen, sprinten. Ich habe nichts gesehen. So, aber wie? Wie gesagt, wir müssen durch die Tür durch. Aber wo werden wir hier stärker? Ja, ja. Ich bin nicht stark genug. Du brauchst doch einen Schlüssel einstecken. Was? Wo kommst du auf einmal her? Ich glaube, den müssen wir von seiner jämmerlichen Existenz befreien. Ja, wie gesagt, wie kommen wir hier durch? Gleichen ist ja auch nicht. Ja, was ist hier? Können wir hier irgendwas... Ist hier irgendwo dranhängen oder... Oben liegt auf jeden Fall was. Wir gehen aber erstmal... zurück. Wir haben ja nicht gespeichert, als wir hier die hinten und... Das heißt, wir haben nicht eingesammelt, was der fallen lassen hat. Mann. Hier. Na, nimm. So. Okay. Da oben. Wenn wir dort hochkommen könnten, hätten wir vielleicht eine Möglichkeit drüber zu springen. So, dann hüpfen wir erstmal hier rauf. Komm, Lara. Das schaffst du, hoch da. Ja, so, dafür gibst du uns mal hier ein hübsches Stelldichein. Oh, ja. Und jetzt mit die Beine durch die Wand. Genauso will ich das sehen. Ja, danke schön. So. Wie gesagt, von hier... Oder können wir hier drauf klettern? Mal. Naja, ich bin ein Speicherfreak, ich weiß. So. Speicherschreiben. So. Was machst denn du? Junge! Mädel! Mädel! Oh lala! So. So. Ui. So. Wo kommt der hier runter? Er kommt hier vorne runter. Wo können wir hier hinspringen? Wir könnten das durchaus schaffen, wenn wir von hier rüber und von der Mitte aus, hier, von dem da aus. Ja, von dem nicht. Hier von der Mitte aus. So. Dankeschön. Von der Mitte aus hier rüber springen. Das müssten wir eigentlich schaffen, oder? Lara, nach vorn. Da sind noch mehr. Wenn wir noch irgendwas einsacken, sieht nicht so aus. So. Ich denke mal, das sollten wir eigentlich hinkriegen. So. Hier ist...
Hier kommen wir nicht rüber von hier aus. Hier kommen wir auch nicht unten drunter durch. Oder kommen wir hier rüber? Mit einem Rückwärtssalto zum Beispiel. Ja. Ja. Hier ist eins genau vor uns. Es ist Mist. Wir müssten runter. Und dann unten drunter durchspringen. Guckt mal. Wir müssen aber hier am Boden sind nämlich auch welche. Vorsicht. Wir müssen auf jeden Fall dazwischen runter. Ja, hier zum Beispiel. Ja. Dann müssen wir über die beiden drüber springen. Und bevor wir alles nochmal machen müssen hier. Das ist alles Zeit, Leute. Zeit. So. Schaffen wir das? Eins vor? Wie weit können wir noch vorgehen, Lara? Ja. Das hätten wir. So, hier haben wir einen Gitter. Alter, ihr seid ja verrückt. Was tut ihr der Frau hier an? Wie soll sie das machen? Ich schätze mal ganz einfach. Wie weit geht dieses Gitter? Ich schätze mal, wir können uns hier oben dran langhangeln. Sieht zumindest danach aus. So, guck mal hier, Lara, mach mal. Und ups. Ja. So. Noch mehr? Nö. Wenn du sagst, du bist nicht stark genug, dann kriegst du ein paar auf den Arsch. Was wollen wir hier eigentlich? Okay. Das ist ja eine schöne Herausforderung. Das sollten wir eigentlich hinkriegen. Hier sind wir jetzt hergekommen. So. Da draußen. Jetzt speichern natürlich das Ding mal. Wir gehen erstmal hier hin. Dann. Auf gut Glück einfach mal gucken hier, was hier ist. Ja, kannst du das hier aufmachen? Nö. Wir schleichen mal. Nee. So, hier sind welche. Die sind. So, dann müssen wir kriechen. So. Okay. Dann hätten wir hier welche. Wie kommen wir hier durch? Können wir hier durchlaufen? An die Wand drücken und dann. Weil der Typ dort hinten, der nervt mich gerade. Jo. Ja. Nee, hier auch nicht durch. Das stinkt hier noch, an die Wand drücken und dann durch. Oh. So, Lara, jetzt musst du mal deine beiden Argumente einziehen. Oh, okay, alles klar. Dankeschön, dass du dich noch mit diesem Seitwärtslaufen noch breiter machst, als du, wenn du so stehst, bist. Jo. In welche Richtung guckt er? Er guckt natürlich so doof, dass wir ihn nur erwischen können, oder? Hey, wo, Plyogest! Ja, wenn du mal ordentlich an der Wand langlaufen würdest, so wie ich das von dir möchte, dann. Nee, Quatsch, wir sind doch hier. Okay. So. Schön. Hey! Schleichen! Nee, hier. Guck mal. So. Scheiße. Am besten gerade durch natürlich. So.
Zum Beispiel so. So, ran hier. Lass mich ran, denn sie will ja. Hey, ja. Vous, plus un geste. Was? Warte. Sonst regeln wir anders. Nein. Geh doch mal von der Wand weg. Mensch. Es ist aber die so schnell von der Wand wegzukriegen. Welche Taste das denn ist. Kommt da nie drauf klar. Ja. Hey, vous, plus un geste. Das ist natürlich schlecht. Scheiße. Jetzt habe ich den Mist auch noch überspeichert. Wo sind wir hier? Wo sind wir hier? Okay, dann machen wir das nochmal. Ganz so weit weg sind wir ja nicht. Nö. Können wir das wegdrücken? Ja, wenn wir es einmal wegdrücken wollen, dann geht's nicht. Ja, jetzt speichern wir das aber mal hier drauf. Das wieso haben die, hat der Typ uns jetzt auf einmal entdeckt. Ja. Lara. Bin Bicken. Sind wir nicht geschlichen oder was war los? Lara. In welche Richtung guckt der? Der guckt immer noch davon. Normalerweise müsste der uns. Wir speichern das trotzdem hier drauf. Scheiße. Ich hab gesagt, zieh die Titten ein. Mann. Oh. Ja. Hey, vous, plus un geste. Wieso guckt er auf einmal? Da stand doch die ganze Zeit dort. Ich glaube, wir müssen Nahkampf anwenden. So. Guckt er jetzt in unsere Richtung oder? Nee. Das ist Mist. Er hat doch gerade noch nach vorne geguckt. Sieht er uns hier? So. Wir speichern das trotzdem mal hier drauf weiter. Wie gesagt, notfalls müssen wir den halt verkloppen. Ich sehe gerade keine Laser. Ja, mach doch mal! Hinter denen! Los! Na, was ist denn hier? Ja. Ja, dort hinter denen zu kommen, das ist eben das Problem. Ja, jetzt sind wir hier. Wo guckt er hin? Ja, wenn diese Säule hier nicht wäre. So, jetzt guckt er in die Richtung. Da können wir hier vorwärts.
Wir sind aber mal so frei. Wir speichern das jetzt mal eins weiter hier. Hey, vous, plus un geste! Mensch, lass doch mal diesen Scheiß. Ja, ich will ihn angreifen. Mit der Aktionstaste. Und wenn ich die Daumen drücke, habt ihr ja gerade gesehen, dann stellt die sich dauernd an die Wand und dann wieder nicht. Er dreht sich gleich wieder um, oder? Das ist, wir kommen auch schlecht an den hinten ran, weil hier die Wand so scheiße ist. Mensch, was ist denn das? Komm auf zu schleichen. Hau zu! Hau zu! Dann nehmen wir gleich ein Medipack, oder? Ja, nehmen wir jetzt. Ja, Gesundheit. Schokolade. Wie viele Medipacks haben wir? 7. Jo. Den hätten wir. Ja, man kommt einfach nicht hinter denen, das ist das Problem. Das speichern wir gleich mal. Ja. So, wie lange haben wir? Okay. Also würde ich mal sagen, machen wir an der Stelle was Feierabend. So. Nein. So. So. Damit hoffe ich, das ganze Ding hat euch gefallen. Dankeschön fürs Zusehen. Und tschüssi.